Rock'n'Roll. Das war meine Musik in den 70er Jahren. Meine Band Phoenix, meine Rockband Phoenix. Mann, war das eine wilde Zeit, eine geile Zeit. Und wenn man mal schaut, wie wir aussahen, lange Haare, rebellisch und ja, tolle Mucke damals. Und wie ihr seht, ich habe meinen alten Schallplattenspieler rausgeholt und der funktioniert sogar noch. Ja, es gibt eine ganze Menge Platten, die ich gesammelt habe, so echte Vinyl-Schallplatten. Ne, die sind also noch richtig von gutem altem Material. Und das Witzige ist, dass mit allen Platten, die hier liegen, hatte ich etwas zu tun. Das heißt, ich habe entweder komponiert, getextet oder produziert oder auch selber gesungen. Zum Beispiel in den 70er Jahren auf der Platte von Phoenix. Und ich habe aber auch in den 80ern tolle Platten gemacht. Zum Beispiel eine Single, die wirklich, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Das ist Gigi Andersons Marmalade. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wie das Ding damals durch die Decke ging. Es war wirklich in ganz Europa Top 10. Und da bin ich mächtig stolz drauf. Und es war für mich der Einstieg in dieses Business. Und es ging dann so weiter. Ich habe in den 80ern auch geschrieben für Wenke Möhre zum Beispiel. Oder aber für den damals noch unbekannten und deutsch singenden Thomas Anders. Er hat hier noch kürzere Haare und noch nicht das große Goldkettchen mit Nora um. Und ja, es war eine ganz tolle, spannende Zeit. Es ging aber auch so spannend in den 90er Jahren weiter. Zum Beispiel für diesen jungen Mann, für den ich auch ein halbes Album machen durfte. Lieber Roger Whittaker, da bin ich sehr, sehr stolz darauf. Es gab aber auch Produktionen mit Audrey Landers, mit Rex Gildo, mit Bernd Klüver und für die Flippers natürlich und viele, viele mehr. Und ich habe mir überlegt, jede dieser Platten erzählt irgendwie auch eine kleine Geschichte. Und ja, über diese zum Teil kleinen Geheimnisse, die niemand weiß, möchte ich ein bisschen plaudern auf diesem YouTube-Channel mit euch, wenn ihr Lust habt und dabei seid.